Wenn man solche Bilder sieht, dann ist es kein Wunder, dass die Menschen früher dachten, Vulkane seien die Eingänge zur Hölle. Teuflische Gase, gefährliches Feuer, unaufhaltsame Lava. Auch wenn sich das heute alles wissenschaftlich erklären lässt, bleibt es doch bedrohlich. Vor allem, wenn sich die Erde so höllisch oft öffnet, wie derzeit in Island. Ein neuer, kilometerlanger Riss hat sich aufgetan, aus dem die Lava an die Oberfläche sprudelt. Andreas Popp über den Ausbruch und die Folgen. Es ist ein spektakulärer Anblick. Riesige Mengen Magma brechen aus dem Erdinneren hervor. Die Erde öffnet sich auf fast 4 Kilometern Länge wie ein Reißverschluss. Spalteneruption nennt sich das Phänomen. Überall ziehen sich dann orange schimmernde Lavaadern über die Landschaft. Es ist ein atemberaubendes Naturschauspiel, das auch viele Schaulustige begeistert. Wir dachten erst, es wären Nordlichter. Als wir näher kamen, haben wir gesehen, dass es ein Vulkanausbruch ist. Das ist das Coolste, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Der Ausbruch ereignet sich wieder in der Nähe des Fischerdorfs Grindavik, 40 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Reykjavik. Im Januar kommen die Lavamassen dem 4000-Einwohner-Dorf so nah, dass einige Häuser am nördlichen Ostrand verbrennen. Auch dieses Mal wurden die Bewohner rechtzeitig evakuiert, doch die Lava fließt bislang in eine andere Richtung. Die vulkanische Aktivität in der Region verläuft in langen Zyklen. Fast 800 Jahre lang gab es dort keinen Ausbruch dieser Art mehr. Jetzt ist der Boden bereits 6-mal in den letzten 9 Monaten aufgerissen. Es scheint jetzt, als ob ein neuer Zyklus eben angefangen hat. Und wenn dem wirklich so ist, dann müssen wir mit Jahrzehnten bis möglicherweise Jahrhunderten von erhöhter Vulkanaktivität in der Gegend rechnen. Wie lange der Ausbruch dieses Mal anhält, ist unklar. Er ist aber bereits schwächer geworden. Klar ist, es wird nicht das letzte Mal sein, dass Islands raue Natur solch spektakuläre Bilder liefert.